Hallo, ich bin's, Marco, auf einem Dach in Berlin für reisenachatlantis.de und heute möchte ich mit euch darüber reden, warum wir das Ganze hier eigentlich machen. Warum überhaupt philosophieren, warum überhaupt über Dinge nachdenken, warum überhaupt sich auf die Suche machen nach der Wahrheit. Warum sich auf die Suche machen nach dem, wie die Dinge wirklich sind. Nun, da gibt es diese Formel, sage ich mal, von Aristoteles. Die hat er nie so explizit formuliert, aber das ist so im Grunde genommen so die Essenz von etwas, was er gesagt hat. Die Formel ist: Rationalität ist gleich Tugend, ist gleich Glück, Lebensglück. Ja? Und die Botschaft dahinter, die Idee, ist, dass wenn wir rational denken, ja, wenn wir ein rationales Leben führen, mit Rationalität meine ich halt logische Argumente, über die Dinge wirklich nachdenken. Gefühle spielen natürlich auch eine Rolle, aber man muss auch, das ist sehr hilfreich, wenn man die Rationalität auch mit ins Spiel bringt und nicht einfach nur aus der emotionalen Reaktion daraus handelt, sondern auch über die Dinge nachdenkt, gerade wenn es um ethische Dinge geht oder um etwas, worüber man über Handlungs, ja, über Fragen des Handelns. Genau, das ist die Rationalität. Und wenn du rational lebst, ja, dann lebst du auch automatisch ein gutes Leben. Ja, das ist mit Tugend gemeint. Mit Tugend hat für viele Leute so ein so ein Beigeschmack so von früher, so, ja, die Tugend, das war dann immer was sehr Biederes, vielleicht ist das das richtige Wort, aber es war halt früher sehr restriktiv. Heute verstehen wir darunter ein bisschen was anderes. Also Tugend heißt eigentlich nur, danach zu leben, wie deine ethischen Grundsätze sind oder nach guten ethischen Grundsätzen zu handeln. Dann bist du tugendhaft. Wenn du deine Werte verfolgst, dann bist du tugendhaft. Wenn du Integrität hast, wenn du nicht deine Werte verrätst, dann hast du Tugend. Und die Idee ist, also Rationalität ist gleich Tugend, ist gleich Glück. Und die Idee ist, wenn du wirklich ein tugendhaftes Leben lebst, wenn du nach der Wahrheit strebst, wenn du rational handelst, all sowas, dann ist die Idee, dass du dann auch glücklich bist. Und meiner Meinung nach ist es, und denke mal auch Aristoteles Meinung nach, ist das wirklich die einzige Möglichkeit, wie man glücklich werden kann. Ja? Leute, die unglücklich sind, ich meine, es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du jetzt... Also wenn dir was angetan wird von außen, dann bist du natürlich unglücklich. Dann sozusagen, dann liegt es nicht an deiner rationalen Entscheidung. Aber wenn du in einer Gesellschaft lebst oder in einem Umfeld, wo du große Entscheidungsfreiheit hast, wenn du wirklich dein eigenes Glückes Schmied bist, dann bist du wirklich nach dieser Idee oder tendierst du dazu, glücklich zu sein, wenn du rational bist. Und Leute, die halt unglücklich sind, die handeln einfach irrational. Ja? Die haben Probleme in ihrem Leben, weil sie über bestimmte Dinge nicht gut nachgedacht haben. Wenn jetzt zum Beispiel ein Krimineller, ja? Krimineller, der irgendwie stiehlt oder was auch immer und dann ins Gefängnis kommt, oder auch wenn er nicht ins Gefängnis kommt, selbst wenn er nicht erwischt wird, hat ein unglückliches Leben. Ja, er hat ein Leben mit Laster, und Laster zum Beispiel kann ja auch sein Drogenkonsum. Ja? Jemand, der viel trinkt, lebt nicht ein tugendhaftes Leben und ist unglücklich. Und das Ziel von diesem Kanal, oder generell auch das Ziel vom Philosophieren, ist wirklich das Glück zu maximieren. Oder ist das Gut, was sozusagen an sich eine Rechtfertigung in sich selbst ist, sozusagen das zu verfolgen. Alle anderen Dinge braucht man nur, um zum Glück zu kommen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, irgendwie Essen, dann brauche ich das, um zu überleben und
um zu überleben. Also wenn ich lebe, bin ich glücklich. Oder wenn ich nicht esse, bin ich nicht glücklich. Das wären alles andere, was ich sonst noch so brauche, ist eigentlich nur etwas, was ich tue, um glücklich zu sein. Und das versuchen wir zu maximieren. Also wenn wir Philosophie verfolgen, und deswegen möchte ich auch mit meiner Begeisterung so viele andere Menschen anstecken wie möglich. Weil nämlich durch die Philosophie kann man glücklich werden. Und seit ich die Philosophie für mich entdeckt habe, hat sich auch für mich so wahnsinnig richtig, richtig viel verändert. Ja? Sehr viel mehr Selbstbewusstsein, sehr viel mehr, ich bin sehr viel Leuten begegnet, die viel, viel besser für mich sind. Ich bin viel glücklicher, all sowas. Und dieses Geschenk möchte ich euch auch geben. Deswegen möchte ich euch Argumente darbringen oder Ideen, die ich als wahr ansehe, und ich möchte sie postulieren als, ja, hier sind diese Ideen, hier sind diese Argumente. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich möchte ja auch glücklich sein. Es kann sein, dass ich Ideen habe, die nicht stimmen, die nicht richtig sind, die nicht wahr sind, und dann möchte ich auch gerne korrigiert werden. Und im Austausch mit euch können wir alle können rausfinden, wo unsere Schwachstellen sind, wo wir nicht ganz rational sind in unserem Leben und wo unsere guten Seiten sind, wo wir anderen Leuten was beibringen können. Denn Philosophie heißt Liebe nach der Weisheit, und wir alle lieben Weisheit, wir alle lieben Wahrheit, und ich denke, wir alle haben zu lernen und haben auch etwas anderen zu lehren. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich finde das immer sehr, sehr inspirierend, diese Philosophie, die ganzen Gewinne, die wir aus der Philosophie bekommen können. Und deswegen bin ich halt umso begeisterter darüber, mit euch in Kontakt zu treten, mit euch zu diskutieren. Das war eure tägliche Dosis Philosophie. Bis morgen. Tschüss.